Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Geht's wirklich nochmal wieder weiter auf diesem Kanal mit irgendwas? Ja, anscheinend schon. Herzlich willkommen zurück zu Grandia. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe gerade gesehen, das letzte Mal, dass ich dieses Spiel gestartet habe, war am 30. Juli. Jetzt ist der 2. Dezember. Ja, es ist fürchterlich im Moment. Ich kann noch nicht mal sagen, ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Das ist zwar irgendwo richtig, aber der Grund ist vor allem, ich habe so wahnsinnig in meiner, also Freizeitmangel ist es eigentlich nicht. Ich habe so wahnsinnig viel anderes gerade zu tun, dass ich hier zu nichts komme. Und hinzu kommt natürlich, dass ich wie bei den meisten Projekten gegen Ende ein bisschen die Lust verliere. Das ist übrigens auch der Grund, warum es im Moment streammäßig so gar nicht weitergeht mit Fire Emblem. Da will ich vielleicht demnächst auch mal wieder weitermachen, aber auch da bin ich in den letzten Zügen des Streams und irgendwie fehlt mir ein bisschen die Lust. Das geht mir am Ende von Projekten meistens so. Hoppla, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, tut mir leid. Ich hoffe, dass ich dieses Projekt jetzt in den nächsten paar Wochen fertig kriege. Also, da kann nicht mehr so viel kommen und danach, der Irrsinn. Ich habe schon das nächste Projekt in Warteschleife, auf das ich viel mehr Lust habe, als Grandia fertig zu machen. Aber Grandia muss noch fertig. Das Ende von Grandia ist eigentlich so toll, aber ne, es ist vertrackt. So. Es tut mir fürchterlich leid. Aber jetzt geht's wenigstens mal wieder weiter. Beim letzten Mal ist so ein bisschen die Kacke am Dampfen, kann man noch nicht mal sagen. Man müsste eigentlich sagen, die Scheiße schäumt. Also Gaia ist ausgebrochen. Oh, was ist mit der Steuerung los? Gaia hat richtig losgelegt. Baal hat den Geisterstein vervollständigt. Und jetzt haben wir Gaia. Und Gaia wächst und versteinert Menschen. Und die Tierwelt dreht völlig durch. Ihr seht's. Und jetzt wollen wir zu Gaia hin. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was wir da wirklich erreichen können. Und ja. Ich habe versucht beim letzten Mal, das weiß ich noch, nachdem ich die letzte Folge zu Ende aufgenommen habe, habe ich versucht, hier diesen Weg von Gegnern freizuräumen. Hat nicht so wirklich gut funktioniert, weil ich glaube, irgendwann, wenn ich hier weitergehe, starten einfach Dialoge. Und die wolltet ihr ja nicht verpassen. Und deswegen müssen wir wohl die Kämpfe, also ihr seht von den Kämpfen ja höchstwahrscheinlich sowieso nichts, weil ich sie rausschneide, aber Maglippen. Was ist Maglippen? Ich glaube magischer Lippenstift, ne? Magischer Lippenstift, jawohl. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Wird schon für irgendwas gut sein. Ah! Da ist es dabei. Ich glaube, die Gegner hatten wir noch nicht, deswegen zeige ich den Kampf mal. Gaia Horn. Falls wir sie doch schon mal hatten, tut's mir gut. Solchen Flüssigkeiten geht nicht gut. Aua. Die machen aber ganz schön Schaden. Irgendwie habe ich so ein Input-Delay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, irgendwas ist mit meinem Controller nicht ganz in Ordnung. Moment, Justin. Wenn Justin dran ist, dann ja, irgendwas stimmt mit dem Controller nicht. Sollte jetzt für so ein Spiel kein Problem sein. Aber sollte ich dann mal überprüfen. Prepare yourself. This is it. Wow! Ist leichter Overkill, aber nur leicht. Ja, leicht. Right, hab ich gesagt, ist leicht, ne? Drachenschnitt hätte es vermutlich auch getan. Also gehen ist ganz gut, aber steuern im Menü ist irgendwie gerade ganz fürchterlich. Ich glaube, ich habe es auch seit dem letzten Mal, dass ich gerade hier gespielt habe, diesen Controller nicht mehr angefasst. Der lag da jetzt monatelang rum und staubte zu. Also vielleicht ist da einfach irgendwas kaputt gegangen, wer weiß. Ich habe irgendeinen Siff auf mir. Was ist das? Totenkopf. Totenkopf ist selten ein gutes Zeichen. Gadwin, secret move. Dragon King Slice. What a cinch!
So, mal kurz gucken, was ist das? Fina, du kannst doch halt Krankheit. Ist das eine Krankheit? Nee. Okay. Halva. Halva heilt doch alles, oder? Okay, was ist auch jetzt? Jetzt ist weg. Schlange! Ja, den schneide ich jetzt mal aus. Ich liebe das ja, dass Justin mittlerweile so ein Halbgott ist, dass selbst wenn der Helm hinten halt angegriffen wird, er vor dem Gegner dran ist und einfach alle Gegner one-hittet. War ich hier nicht gerade schon? Hey, wo kommt der Affe her? Der Affe ist sein Onkel? Oh Gott, wer das jetzt verstanden hat, kriegt einen Keks. So, ich glaube, jetzt kommt ein Dialog gleich, wenn ich im nächsten Gebiet Was ist das? Oh nein, Justin. Gaia hat begonnen sich... Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich wen gesprochen habe. Scheiße. Gaia hat begonnen sich zu entwickeln. Es wird jetzt Madball. Ich wünschte, das wäre ein Scherz. Was? Ich glaube, das mit Smetbo kommt jetzt noch nicht, aber es kommt irgendwann wirklich. Bewegung von Gaia beobachtet. Metamorphose in die zweite Gestalt. Achso, ja, dann wird es erstmal Saft kommen. Kampfstation. Oberst, schauen Sie mal, es ist Leutnant Lin. Oh. Wisst ihr noch, dass ich sagte, ich verbinde diesen Raum mit einer sehr traumatischen Szene? Ich glaube, die kündigt sich jetzt an. Was ist denn los? Sir, es ist Leutnant Lin. Leutnant Lin wollte zum Geschützturm 3. Was? Ich habe noch nicht den Befehl zum Angreifen gegeben. Was macht sie denn? Da ist er ja. El Piso höchstpersönlich. Schöner Effekt mit dem Glas. Also minimalistisch. Besser ging es halt nicht, aber es ist ein schöner kleiner Effekt. An alle. In Gaias seitlichem Bereich wurde Bewegung beobachtet. Achtung, Oberst Mullen. Gaias Hauptkörper hält auf die J-Basis zu. Invasionsverteidigung vorbereiten. Warum? Warum hat Lina einen Zeitpunkt wie diesen gewählt? Ich weiß es nicht. Und das ist jetzt wieder einer dieser, ja, ich sag mal, dieser 90er-Jahre-Rollenspiel-Momente, ne? Es ist eigentlich mega spannend und das Letzte, was mich jetzt interessiert, sind Zufallskämpfe, aber ich muss sie machen. Es ist so ein bisschen wie in Final Fantasy 9, wenn man das erste Mal nach Oyevert kommt, finde ich. Das auch das Letzte, was einen dann interessiert, sind Zufallskämpfe. Aber man kriegt Zufallskämpfe aufgedrückt. Ja, Justin wäre jetzt, wenn er nicht unterbrochen worden wäre, prinzipiell wieder schneller gewesen als die Gegner, obwohl sie im Hinterhalt waren. Gadwin's Secret Move! Dragon King Slice! Ja, den Kampf hätte ich jetzt prinzipiell rausschneiden können, aber ich dachte, der geht so schnell, weil Justin wieder schneller ist. Wenn ich denke, dass es so ist, ist es nicht so. Und wenn ich denke, ich will es rausschneiden, dann dauert der Kampf nur 5 Sekunden. Wie man es macht, macht man es falsch. So, die Affen hatten wir noch nicht. Den Kampf lasse ich bewusst drin. Weil macht es eigentlich noch einen Unterschied, ob ich neue Gegner zeige, wenn die sowieso sofort sterben? What a cinch. Juwel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch mal was kaufen können in diesem Spiel. Ich
Ich glaube, den letzten Shop könnten wir schon gehabt haben. Bin mir nicht sicher. Ich sehe gar nichts. Seht ihr noch was? Nein? Na gut, dann sind wir uns wenigstens einig. What the fuck? Ich weiß überhaupt nicht, wo lang. Da. Okay, nee. Hä? Okay, ja, ich bin wieder draußen. Eine Initiative, ja, dann brauche ich gar nicht rausschneiden. Gadwin's Secret Move! Dragon King Slice! Wie gesagt, wir sind also nicht alle, aber Justin ist mittlerweile einfach auf einem Niveau, das alle Kämpfe trivial macht. Also es sind eigentlich nur noch Bosse, die mir auch nur ansatzweise gefährlich werden können. Also Justin. Wie gesagt, die anderen sind normal, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich das ganze Spiel über alle Status-Upgrade-Items immer in Richtung Justin geschoben habe, außer es waren Magiepunkte. Wir schneiden jetzt mal aus. Justins Statuswerte sind halt mittlerweile auch so ein Schneeball-Effekt, ne? Dadurch, dass er alle Gegner one-hittet und schneller ist als alle anderen Gruppenmitglieder, haben die anderen gar keine Gelegenheit, ihre Skills zu verbessern. Oh, was ist das? Eine Vase. Ist das wirklich eine Vase? Die Vase ist Aktsam. Maximale SP. Ja, hab's gerade noch gesagt, ne? Immer Richtung Justin. Allein, guckt euch allein die Lebenspunkte an. Und der Level ist ja gar nicht so viel höher. Der Kompass sagt da lang. Oh. Die Weltkarte sieht nicht mehr so gut aus. Ich weiß nicht, ob wir... Hatten wir vorher, glaube ich, schon mal, dass die jetzt so aussieht. Aber, well... J-Base. Was sagt die Uhr? Okay. Wenn ich mir so auf die Uhr gucke und mir angucke, was jetzt kommt, ich glaube, das mega traumatische Erlebnis... Dramatisch. Naja, es ist halt... Dramatisch, würde ich wohl besser sagen, aber es tut weh. So ein bisschen wie wenn Mufasa stirbt. Womit wir schon die zweite König der Löwen-Referenz heute hatten. Ich hätte vielleicht mal mit jemandem reden sollen, ne? Nur mal zum Versuch. Weil die sagen ja nie was Interessantes. Du bist blau, bist du wichtig? Sie sind also Fina, das Mädchen, das zum Unteroffiziellen antwortet. Ach ja, richtig. Fina ist ja jetzt irgendwie... Naja. Es gibt immer mehr weibliche Offiziere. Sie ist kein Offizier. Aber ich kenne ihre Einheit nicht. Sie hat keine. Und sie ist ja in Uniform an. Und holt sie ihre Befehle. Die Meuterei war erfolgreich. Aber jetzt gibt's einen Offenfeind. Okay, ist das der deutscheste Galai-Soldat, den wir bisher getroffen haben? Meine Fresse. Wenn wir die Vorschrift besagt, besiegen wir ihn nicht. Oh, der sieht auch schon so aus wie so ein preußischer Offizier. Holy shit. Okay, jetzt weiß ich, warum ich nicht mit den Leuten rede. Kommt eh nichts bei raus. Ist das ein Aufzug? Sieht ein bisschen so aus. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Kommandozentrale, das klingt richtig. So, du, Peter. Oh, Sie sind der Junge, von dem der Oberst sprach. Der Oberst ist oben, deswegen ist er der Oberst. Im Kontrollraum. An der Mission werden wahrscheinlich Leutnant Lin und Unteroffizier Fina teilnehmen. Holen Sie daher sofort Unteroffizier Fina. Der Oberst wartet wahrscheinlich. Die haben alle keine Ahnung, was hier vor sich geht. Kann das sein? Wie hieß das? Dampfkanonenmaschraum und Raum auch klein. Herrlich. Der Tag, an dem die J-Base ihre volle Stärke demonstriert, ist gekommen. Die J-Base ist keine einfache Basis, sie ist eine alte Angelou-Waffe. Sie nennen sie Dampfkanone, aber die Dampfmaschine kontrolliert sie nur. Der Kern ist aus alter Technologie. Okay. Ihr habt einen Knallbumpeng. Ich fühle mich an Final Fantasy 7 erinnert. Da hat das auch gut funktioniert. Oh shit, dieser Mann. Hat sich eingebaut. Still no good. You still can't get a hold of Lin. At this rate, we can't move. Mullen,
What in the world is happening? Where is Lee? Justin? Why is Fina here? Lee couldn't have gone on alone. No, it can't be! Yep, es ist soweit. I am Showdog. Attention all hands. As of now, J-Base systems are under my control. What? I repeat. What? All systems of J-Base are under the control Where of are Lieutenant you? Lean. Return immediately. Lean! I know you're there. Fina and Justin too. I can feel you Sister. There. Lean? Now... We're about to repeat a tragedy of the past. I want to tell you something. Depending on the power of the Akarians will only repeat the sad fate of the myths. I am here to put a stop to this operation. The real power to save the world, that power rests in Fina and not in me. That power is you, Justin. It's just, your power is still very small and hard to grasp. That is why I will buy you time. I will buy you just barely enough time to save this world. Perhaps to live means to repeat many mistakes. Gaia was also born from one of these mistakes. Herr Mullen, it was you who said that these wings are the symbol of such sin. Yet, I am able to lessen the sins of those who may torment you. I can feel proud of even these cursed wings. What are you saying, Lean? I should be the one saying that. I wanted to release you from those wings that torment you so. That has been my wish for so very long. The people of the world mustn't repeat the same mistakes in the battles that lie ahead. They must walk a new path, fighting to create an unsoiled world. And the person that can do this It's you, Justin. I know that it is you that can do this. You will find the answer that will break the chain of sad fate that binds this world. Wait, Lean! What am I supposed to do? Colonel Mullen, please hear me out to the end. I love you more than anyone else. Much, much more. Lean! Puh. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass in der alten Version hier der größte Tonspur-Clusterfuck gelaufen ist? Also ihr kennt ja schon die wunderschöne deutsche Synchro und die lief hier einfach gleichzeitig mit der englischen. Meine Fresse, das war so, also das war richtig scheiße. So, aber wir haben wieder Input. Mullen, wo ist Lean hin? Wie komme ich dorthin? Mullen! Es sollte eine Tür geben, die zu einem Raum führt. Dahinter befindet sich die Dampfkanone, die genutzt werden wird, um Gaias Angriff abzuwenden. Lean ist wahrscheinlich dort. Die Macht der Ikaria kann nur von beiden Zwillingen kommen. Lean allein kann
das ist nur die Antwort, die Lean gesehen hat. Hey, Jeff, hast du ihre Augen gesehen? Sie ist bereit zu sterben. Du wirst sie auch aufhalten, oder? Schnell jetzt, Jeff! Los, Bewegung! Meine Schwester. Fina, reiß dich zusammen! Fina! Lean, meine Schwester. Okay, anscheinend muss ich alleine. Ja gut, Dampfkanonen-Kontrollraum, das hat man gerade noch. Sollte eine Tür geben, die zu einem Raum führt. Ja, Genius. Mich hält auch keiner mehr auf, okay. Nein! Nicht! Lean! Ja. Rip Lean. Gut. Was? Mogel Gasthaus? Moment, der Schnitt war ein bisschen hakelig. Okay. Ja, Mogel Gasthaus. Gasthaus ist ein schönes Wort für das Ding. Was ist das? Mogel Geschäft. Oh, es gibt noch einen Shop. Es gibt echt noch einen Shop. Was kann ich hier kaufen? Ich dachte, ich hätte schon den letzten Shop gehabt, aber kann auch sein, dass ich den hier früher einfach nie gesehen habe. Egal, ich bin, glaube ich, auf alles vorbereitet. Reden wir mal mit Fina. Justin, Lean ist tot. Ich verstehe das nicht. Warum hat sie... Fina! Justin, bitte, könntest du mich jetzt bitte allein lassen? Okay. Jetzt ist das Licht eines Ikarias für alle Ewigkeit verloren gegangen. Das ist tragisch. Die Vergangenheit ist unveränderbar. Doch wir können die Zukunft verändern, wenn wir es wollen. Stimmt, Justin. Du stehst außerhalb des Schicksals und Fina ist eine Ikarierin. Es scheint, dass durch euren Willen die Zukunft verändert werden kann. Aber Finas Wille ist noch schwach, Justin. Du musst ihr helfen, damit er stärker wird. Was macht Fina denn so zu schaffen? Er fragt. Wow! Rap, du hast schon viele dumme Sachen gesagt, aber... wow. Einfach wow. Also, hier, wenn mal wieder einer sagt, es gibt keine dummen Fragen. Screenshot, das hier. Die hat sich seit gestern in dem Zelt verkrochen. Das ist aber wohl normal, sie hat jemanden aus ihrer Familie verloren. Vielleicht sollten wir sie einfach alleine lassen, was? Geh aber später zu ihr, um sie aufzumuntern. Lisa und ich schaffen das nicht. Oh, das Bullen. Fina ist drinnen, oder? Ich möchte mit ihr sprechen. Nein!
Weder du noch irgendwer. Fina will dich nicht sehen und das ist deine Schuld. Wir haben nicht viel Zeit zur Seite, Justin. Auf gar keinen Fall. Es reicht dir wohl nicht, nur Lean zu töten. Jetzt muss auch Fina sterben. Versuch doch wenigstens zu verstehen, was Fina durchmacht. Du maßt dir an, das zu verstehen? Glaubst du, du verstehst die Bürde, die Lean und Fina durch ihre Geburt als Ikarierinnen auferlegt wurde? Wie solltest du auch nur im Ansatz das Gewicht ihrer Flügel verstehen? Denk über deine eigene Unwissenheit nach, ehe du andere anklagst. Das ist das Coole an der Story. Die haben beide einen Punkt. Think carefully. Now that Gaia has ceased its activity, this is our final chance, Fina. We must invade the interior of its body and crush the Spirit Stone, its power source. To do this, we need you. Because you are the only Ikarian left in the world. And I will die. Just like in the myths. Just like in the mural I once saw. You're right. I cannot guarantee that you will live. Stop it, Mullen! Do you want to repeat the same tragedy? Don't involve Fina. The operation starts tomorrow morning. Fina, you must decide the rest on your own. I will not force you. Wait, Mullen! Have you forgotten Lean's words? We must now find a new path. Shut up, Justin. How do you plan to find such a thing? Where is this new path of yours? Well... I will fight. Fighting is the only way to open a new path. If you think there is another way, then speak up now, Justin. So you have no answer. Are you trying to make Lean's death meaningless? Stop it! My sister, Lean, must be really sad. Those she left behind to be arguing like this. Go home. This precious time that we gained in exchange for Lean's life is irreplaceable. Don't forget that. Justin, the new path that Lean spoke of, you think it really exists? Of course! I'll definitely find it. You'll see. If that's so, you should have said so to Mullen too. Why didn't you say anything to him? I'm sorry, Justin. I just don't know what to do. Don't give up. We still have time. It's so strange. My legs won't stop shaking. I'm scared. I don't want to die, Justin. Lean, vergib mir. Du hast uns zwar gesagt, dass wir es nicht auf diese Weise tun dürfen. Aber ich kann nicht. Was muss ich tun? Lean, bitte, sag es mir. Fina! Also kommt da noch was? Ich weiß nicht weiter. Ich will nicht sterben. Ich... Und da sagt sie nichts mehr. Puh. Ja, wie dem auch sei. Fina meinte, dass sie gesagt hat, bestimmt nicht so. Also keine Sorge. Nur die Ruhe. Was? Habe ich was verpasst? So habe ich Fina noch nie erlebt. Das hat mich erschreckt. Fina! Lean, hilf mir. Sag mir, was ich tun soll.
Nach Rotschopf! Gina! Was ist denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich sie gesprochen habe, keine Ahnung. Ich spreche jetzt einfach fiepsig. Was ist denn los? Du siehst ja. Du ziehst ja ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Selbst wenn eure Stadt zerstört wird, seid ihr Mogai immer gut gelaunt, wie? Was würde Guido in Zeiten wie diesen sagen? Das ist es. Guido! Was ist denn mit ihm passiert? Ist er von seiner Reise zurückgekehrt? Vielleicht kann er mir sagen, was ich tun soll. Vielleicht weiß er den nächsten Schritt. Der Älteste ist gerade zurückgekehrt und er erwartet dich. Er möchte dich sprechen. Okay, komm. Gehen wir zu ihm. Er wird schon irgendwas wissen. Das muss er. Okay. Wir sind am Arsch. Wenn Guido unsere letzte Hoffnung ist, dann sind wir wirklich, wirklich am Arsch. So, ich hätte jetzt gerne einen Speicherpunkt. Gibt's einen? Eigentlich wundert mich das hier gar keine. Gar nichts, ne? Ich könnte natürlich. Ich kann mal versuchen, aus der Stadt zu gehen. Kann ich noch. Ne, ich kann eh nirgendwo hingehen. Die Weltkarte ist eine Farce. Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicher, Speicher, Speicherpunkt. Gibt's noch das Hotel? Ich vermute nicht. Okay, ich glaube, hier ist das Hotel mal gewesen. Ja, okay, gehen wir zum. Wenn hier draußen kein Speicherpunkt ist und ich sehe gerade keinen, dann gehen wir mal zum Haus vom Ältesten und das ist ja. Hier drin gibt's einen, na gut. Ich erfahre alles, Justin. Du bist zur großen Prüfung erschienen. Bei dem weiß ich zum Glück noch, wie ich ihn gesprochen habe. Guido, bitte. Bitte sag mir, wie ich die Welt retten kann, ohne dass Fina stirbt. Ich weiß einfach nicht, was Lin gemeint hat, als sie von einer Antwort sprach. Ich weiß es einfach nicht. Justin, Gaia ist nicht tot. Du hast immer noch ein großes Problem. Und vor dir liegt eine harte Prüfung. Du kümmerst dich um alles allein. Es ist wohl Zeit, um Hilfe zu bitten. Um Hilfe bitten? Ich bin überrascht, dass du nicht daran gedacht hast. Jeder kämpft besser, wenn er nicht nur für sich kämpft. Das gibt mehr Kraft. Jetzt kämpfst du für die wichtigste Person. Also brauchst du mehr Kraft. Die wichtigste Person? Natürlich, Fina. Bingo, jetzt hast du es kapiert. Jetzt weißt du, was du tun musst. Ich denke, wenn du mit Fina zusammenarbeitest, dann schaffst du es, so wie bei Silpadon. Ja, das ist es. Ich mit Fina. Ehrlich, das war jetzt alles? Wow. Ich mit Fina. Danke, Guido. Ich muss mit Fina sprechen. Also, du brauchst jetzt jemanden, der dir sagt, also, das ist jetzt auch keine konkrete Lösung. Das ist nur, ja, zusammen schaffen wir es. Ja. Das ist dir nicht alleine eingefallen? Okay. Ja, manchmal ist die Story ein bisschen besoffen. Ja, hier war der letzte. So. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Wir müssen jetzt einiges verdauen. Also, Lins Tod und so. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles Tolles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Gibt es überhaupt noch einen Daumen nach unten? Ja, gibt's noch. Man kann ihn noch drücken, man kann ihn nur nicht mehr zählen, ne? Tschüss.